Unter der Regie von Barry Jenkins basiert das Drama von 2016 auf dem Theaterstück von Terrell Alvin McCraney in Moonlight Black Boys Look Blue. Die Hauptfigur, Chiron, wird von drei verschiedenen Schauspielern, von jung bis alt, gespielt: Alex R. Ashton Sanders und Travant Rhodes. Ein kleiner Junge, Chiron, läuft weg und sucht Zuflucht in einem verlassenen Haus, er versteckt sich vor seinen Tyrannen. Ein Drogendealer namens Juan kommt vorbei und findet Chiron. Er nimmt den Jungen mit in sein Haus und stellt ihn Teresa, Juans Freundin, vor. Der Mann lässt Chiron die Nacht bei sich verbringen, bevor er ihn zu seiner Mutter, Paula, zurückbringt. Juans Anwesenheit beunruhigt Paula, aber Chiron trifft sich weiterhin mit Juan. Im Laufe der Zeit wird Juan zu einer Art Vaterfigur für Chiron. Eines Tages ertappt Juan Paula beim Drogenkonsum in seinem Revier. Er schimpft mit ihr, weil sie ihr eigenes Kind vernachlässigt. Paula wehrt sich jedoch, indem sie sagt, dass Juan gar nicht erst Drogen an sie verkaufen sollte. Während ihrer hitzigen Diskussion macht Paula ein paar Bemerkungen über ihren Sohn und deutet an, dass Chiron schwul ist, weshalb er in der Schule ständig gemobbt wird. Schon am nächsten Tag fragt Chiron Juan nach einem bestimmten Schimpfwort. Obwohl Juan über dieses Wort verärgert ist, erklärt er Chiron in aller Ruhe dessen Bedeutung. Dann erinnert Hoan den Jungen daran, dass es nicht Schlimmes ist, schwul zu sein, und dass er es wissen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Das Mobbing setzt sich während Chirons Hicks Schulzeit fort. Terrell ist einer der Hauptmobber, er schikaniert Chiron ständig ohne ersichtlichen Grund. Währenddessen verschlechtert sich Chirons Beziehung zu seiner Mutter. Paula ist wegen ihrer Drogensucht knapp bei Kasse. In ihrer Verzweiflung versucht Paula, ihrem Sohn das Geld mit Gewalt abzunehmen. Während er darauf wartet, dass seine Schläger gehen, stößt Chiron auf einen alten Freund, Kevin. Er erklärt ihm den Grund für sein Nachsitzen. In derselben Nacht schläft Chiron bei Theresa und träumt davon, wie Kevin das tut, was er ihm in der Schule erzählt hat. Um der Realität zu entfliehen, geht Chiron manchmal an den Strand, an den Juan ihn immer mitgenommen hat. Am Strand trifft Chiron wieder auf Kevin und sie rauchen zusammen einen Joint. Unter dem Einfluss des Kiffens teilen die beiden Freunde ihre intimsten Gedanken mit und die Nacht gipfelt in einem intimen Moment. Danach fährt Kevin Chiron nach Hause. Am nächsten Morgen überredet Taro Kevin, an einem Spiel teilzunehmen, bei dem er jemanden schlagen muss. In die Enge getrieben, schlägt Kevin seinem Freund ins Gesicht. Er rät Chiron, sich totzustellen, damit das Spiel schneller beendet werden kann, aber Chiron weigert sich. Daraufhin stürzen sich die anderen Schläger auf Chiron und schlagen ihn. Der gewalttätige Vorfall erregt die Aufmerksamkeit der Schulleiterin, die Chiron auffordert, seine Angreifer zu melden, aber er ignoriert ihren Rat. Wütend kehrt Chiron am nächsten Tag in die Schule zurück und verprügelt Terrell mit einem Stuhl. Diesmal trifft die Polizei ein und verhaftet Chiron. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis beginnt Chiron ein neues Leben in Atlanta als Drogendealer. Er steht immer noch in Kontakt mit seiner Mutter, die jetzt in einer Drogentherapieeinrichtung lebt. In der Zwischenzeit nimmt Kevin Kontakt zu Chiron auf und lädt ihn zu einem Abendessen an seinem Arbeitsplatz ein. Chiron reist von Atlanta nach Miami, um Kevin zu besuchen. Während des Gesprächs erfährt Chiron, dass Kevin ein Kind mit seiner Ex-Freundin hat, und Kevin erfährt, dass Chiron derzeit ein Drogendealer ist. Als Kevins Schicht endet, fährt Chiron ihn nach Hause. Die beiden setzen ihr Gespräch fort. Kevin erzählt Chiron, dass er mit seinem jetzigen Leben zufrieden ist, weil es ihn nicht zu sehr stresst. Chiron hingegen erzählt Kevin, dass er all die Jahre Single gewesen sei. Die Geschichte endet damit, dass Chiron in Kevins Armen liegt und auf sein früheres Ich als Little zurückblickt. Das Ende von Moonlight verrät nicht viel darüber, was mit Chiron oder Kevin passieren wird, aber es vermittelt dem Zuschauer das Gefühl, dass eine schwere Last von Chirons Herz genommen wurde. Nichts, was nach dieser Begegnung mit Kevin passiert, kann die Vergangenheit ungeschehen machen, aber zumindest kann Chiron ein wenig mehr Frieden mit dem schließen, was er ist. Im Laufe seines Lebens hatte Chiron vor allem mit zwei Dingen zu kämpfen, mit seiner Sexualität und mit seiner eigenen Mutter. Paula war den größten Teil von Chirons Leben abwesend. Obwohl die Frau physisch anwesend war, war sie emotional nie für Chiron da, was dazu führte, dass er sie viele Jahre lang ablehnte. Ironischerweise war Juan ein völlig Fremder und weit davon entfernt, ein gesetzestreuer Bürger zu sein, derjenige, der Chiron davor bewahrte, eine weitaus schlimmere Kindheit zu haben. Eigentlich waren Juan und Teresa die einzigen wirklichen Eltern, die Chiron je gekannt hat. Was ist mit Kevin? Wer ist er für Chiron? Ein Freund, ein Liebhaber, jemand, der sich wirklich um ihn sorgte. Wenn Chiron Kevin wirklich wichtig war, warum hat er ihn dann geschlagen? Gruppenzwang und auch die Angst, dass Terrell ihn auch schikanieren könnte. In dieser Szene sagte Kevin zu Chiron, er solle aufhören, sich zu wehren, damit die ganze Tortur schneller beendet werden könne. Aber Chiron hatte bereits die Nase voll von all dem, deshalb bestand er darauf, aufzustehen, nachdem er hingefallen war. Es war eine Anhäufung von vielen Gefühlen, die zu all der Wut in Chiron führte. In diesem Moment verkörperte Terrell alles, was Chiron hasste, Unterdrückung. Als Erwachsener erkannte Kevin, dass er es besser hätte machen und Chiron vor all der Gewalt bewahren können. Aber wie viele andere hatte auch Kevin Angst vor Tyrannen, weshalb er bei diesem dummen Spiel mitmachte. Seine Gedanken über den ganzen Vorfall waren auch ein Geständnis, dass er sich selbst all die Jahre nicht treu war. Das gleiche gilt für Chiron. Sein derzeitiger Lebensstil und sein Image sind nur eine Fassade. Der erwachsene Chiron ist kein fieser Verbrecher, Drogendealer, er spielt diese Rolle nur, damit die anderen ihn in Ruhe lassen. Niemand hat Chiron beigebracht, wie man es besser macht, also tut er einfach, was er kann. In gewisser Weise waren sowohl Kevin als auch Chiron nicht in der Lage, ihr wahres Ich zu sein, als sie jünger waren. Dennoch versuchen beide als Erwachsene, das irgendwie wiedergutzumachen. Chiron lässt bei Kevin immer die Zügel schleifen, denn genau wie Juan und Teresa versucht er nicht, ihn zu verurteilen. Als Chiron zugab, dass er seit seiner Nacht mit Kevin mit niemandem mehr intim war, zögerte dieser nicht, Chiron in den Arm zu nehmen. Dabei ist Kevin der einzige Mensch auf dieser Welt, der weiß, wer Chiron wirklich ist, obwohl er ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Paula, Juan und Theresa wussten von Chirons Sexualität, aber sie haben keine Ahnung, wie viel er in all den Jahren ertragen musste, sich nicht als schwuler Mann zu outen und keine Liebe erleben zu können. Die Schlussszene zeigt, dass Chiron akzeptiert hat, wer er wirklich ist. Der kleine Junge hat keine Angst mehr und läuft auch nicht mehr vor Tyrannen weg. Der Strand spielt in Chirons Erinnerungen vor allem aus zwei Gründen eine wichtige Rolle, Juan und Kevin. Als Chiron klein war, nahm Juan ihn immer mit an den Strand und brachte ihm das Schwimmen bei. Der Strand ist also eine Art sicherer Ort in Chirons Erinnerung. Außerdem fand das einzige Mal, als er mit jemandem intim werden konnte, Kevin, ebenfalls an diesem Strand statt. Verdient Moonlight also den ganzen Hype und die Lobeshymnen? Ich glaube schon. Der Film hat eine sehr einfache Handlung: er folgt Chiron als Kind, als Teenager und dann als Erwachsener. In Moonlight gibt es keine verrückten Wendungen der Handlung. Was macht Moonlight dennoch unvergesslich? Die Figuren. Sprechen wir über die Mutter von Chiron, Paula. Diese Frau soll sich um Chiron kümmern, aber das tut sie nicht. Stattdessen vernachlässigt sie ihren eigenen Sohn und bestiehlt ihn. Das allein reicht schon aus, um Paula als einen sehr hasserfüllten Menschen zu bezeichnen. Doch Paula hat auch ihre eigene tragische Geschichte, sie ist züchtig. Ihr verrücktes und unverantwortliches Verhalten rührt von ihrem starken Drogenkonsum her. Als Paula mit ihrer Sucht aufhörte, zeigte sich Chiron eine völlig neue Seite von sich, eine Mutter, die bereit ist, ihren Sohn bedingungslos zu lieben, auch wenn er sie ablehnt oder nicht mehr liebt. Die gleiche Dualität gibt es auch bei Juan. Dieser Mann ist die einzige Vaterfigur, die Chiron je kennengelernt hat, aber lassen Sie uns das klarstellen: Juan ist kein Engel, er ist ein Drogendealer. Hat Paula also recht, wenn sie sagt, dass Juan schuld daran ist, dass er ihr Drogen verkauft hat? Ja und nein. Juan ist ein Lieferant, er hat die Nachfrage nicht geschaffen. Jeder Kunde sollte die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen und nicht andere für seine Fehler verantwortlich machen. Ja, es stimmt, dass Juan die Nachfrage befriedigt, indem er das Produkt anbietet, aber letztendlich ist es der Kunde, der die endgültige Entscheidung trifft, ob er das, was Juan anbietet, annimmt oder nicht. Kevin ist ebenfalls ein sehr interessanter Charakter. Oberflächlich betrachtet ist er der typische coole Typ, jeder mag ihn. Aber auch Kevin hat seine eigenen Unsicherheiten. Während seiner gesamten Highschoolzeit folgte Kevin nur dem, was andere von ihm wollten, anstatt selbst Entscheidungen zu treffen. Abgesehen von Juan und Teresa ist Kevin vielleicht die einzige Person, die sich wirklich um Chiron kümmert. Als Kevin diesen Anruf tätigte, versuchte er, seine Vergangenheit wieder gut zu machen. Tief in seinem Innern bedauerte Kevin, dass er nicht für sich selbst oder Chiron einstand, als Terrell ihn in diese Situation drängte. Moonlight hat einen sehr intimen Ton. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, den Film zu sehen, denn er lässt den Zuschauer Chirons Leben hautnah miterleben, fast so, als würde er sein persönliches Tagebuch lesen. Zu guter Letzt sollten wir noch über den Soundtrack sprechen. Die Musik in Moonlight ist umwerfend und ist wirklich das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, das den Film auf eine andere Ebene hebt. Insgesamt ist Moonlight ein sehr sehenswerter Film mit fantastischen Leistungen.